Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Um Männer glücklich zu machen, behandle sie wie Babys. Erstens, gib ihnen ein Fläschchen. Zweitens, nimm sie an die Brust. Drittens, finde ihre Fürze toll. Adolf Hitler wurde mit 16 aus dem Haus geworfen. Mit den Worten, sieh zu, dass du Land gewinnst. Genau mein Humor. Du kannst die Gefühlslage einer Frau an ihren Füßen erkennen. Wenn sie hinter den Ohren sind, dann mag sie dich. Welches Fremdwort kann jede Blondine aussprechen? Fiktiv. Ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Araber unterhalten sich. Sagt der Amerikaner, ich habe 6 Söhne, noch einen und ich habe eine Basketballmannschaft. Antwortet der Deutsche, ich habe 10 Söhne, noch einen und ich habe eine ganze Fußballmannschaft. Darauf der Araber, ich habe 17 Frauen, noch einen und ich habe einen Golfplatz. Ich mag Frauen wie meinen Kaffee. Aus der dritten Welt zu einem guten Preis. Statistisch gesehen ist eine von 8 Personen rassistisch. Also auch jemand in meinem Freundeskreis. Es ist bestimmt Ahmed, dieser ziegenfickende Bombenleger. Allmeldung, Hitler verlängert den Vertrag mit N24 um 5 Jahre. Warum darf sich die Dame beim Schach überall hinbewegen? Weil das Schachbrett aussieht wie ein Küchenboden. Mein Internet ist so langsam, bis der Download von dem Video fertig ist, sind die Mädchen darauf legal. Die Leibwächter des US-Präsidenten dürfen jetzt nicht mehr Get Down sagen, wenn eine Gefahr im Verzug ist. Sie sagen jetzt einfach Donald, Duck. Theoretisch können manche Menschen schwimmen, weil sie hohl sind. In der Praxis gehen sie aber unter, weil sie nicht ganz dicht sind. Wer denkt, ein betrunkener Fahrer ist schlimm, der hatte noch nie einen betrunkenen Beifahrer. Hier rechts abbiegen. Das ist eine Klippe. Vertrau mir. Ich würde ja gerne ein paar Kilos verlieren, aber ich verliere nie. Ich bin ein Gewinner. Magst du das Kribbeln im Nacken? Oh ja. Gut, dann lasse ich die Spinne da. Ich habe 25 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das verrückte Labyrinth nur so heißt, weil man Gänge verrückt, nicht weil es verrückt ist. Die Rundmail an die Informatikabteilung mit Hi ITler zu Beginn war nicht gerade die beste Idee des Tages. Ja, das ist mein Humor. Ich überlege, mit dem Trinken aufzuhören, aber ich schwanke noch. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.